Das Pferd wird wegen seiner Kraft und Schönheit von den Menschen schon seit Tausenden von Jahren auf vielerlei Art gehalten und genutzt. Weil man mit dem Pferd weite Entfernungen in kurzer Zeit zurücklegen konnte, wurde es zunächst als Nutztier und für Kriege eingesetzt. Eroberer ließen sich hoch zu Ross in Stein meißeln. Heute werden unsere Pferde vor allem für den Reitsport eingesetzt. Ein Fohlen kommt nach rund 330 Tagen Tragezeit zur Welt und kann seiner Mutter schon nach wenigen Stunden folgen. In freier Wildbahn wird ein Pferd etwa 40 Jahre alt, in Obhut von Menschen etwa 10 Jahre älter. In Deutschland werden rund 1 Million Pferde gehalten und es gibt kaum ein Mädchen, das sich nicht ein eigenes Pferd wünscht. Die meisten werden als Sport- und Freizeitpferde genutzt. Hier sind größere Ponys wie beispielsweise Haflinger, Norweger oder Tinker besonders beliebt. Bei uns gibt es ein breites Angebot von Vereinen und Reitschulen. Hier haben auch Anfänger ohne Erfahrung und ohne eigenes Pferd die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen im Umgang mit dem Pferd zu sammeln. Im Mittelpunkt des Reitens steht immer die Harmonie zwischen Reiter und Pferd. Man sitzt nicht passiv auf dem Pferd, sondern geht aktiv mit der Bewegung des Pferdes mit. Das Pferd wird dabei durch Gewichtsverlagerung, Schenkeldruck und Zügelführung, die sogenannten Hilfen, dirigiert. Die Stimme ist hierbei ein hervorragendes Hilfsmittel für das Pferd. Sie ist allerdings bei Dressurturnieren nicht zulässig. Weitere Hilfsmittel für den Reiter sind Gerte und Sporn. Am beliebtesten und beeindruckendsten ist sicherlich das Springreiten. Jeder hat schon mal im Fernsehen oder sogar direkt am Platz ein Springturnier gesehen und verfolgt. Das Springreiten erfordert von Reiter und Reiterin viel Geschicklichkeit, Balance, Rhythmusgefühl und die präzise Einwirkung der Reiterhilfen, um das Pferd korrekt über die Hindernisse zu reiten. Die Schwierigkeit beim Springreiten besteht darin, ein Pferd an den Sprung so heranzureiten, dass das Pferd beim Absprung eine optimale Flugkurve entwickeln kann. Das Pferd darf also nicht zu nah am Hindernis abspringen, allerdings auch nicht in zu großer Entfernung. In Deutschland gibt es rund 1,6 Millionen Reiterinnen und Reiter, die sich meist in Reitervereinen zusammengeschlossen haben oder auf einer Reitanlage ihrem Sport nachgehen. In einer lebendigen Gemeinschaft Gleichgesinnter wird so regelmäßig gefeiert und geritten. Während eines Turniers kann es vorkommen, dass ein Hufeisen verloren geht und ein Hufschmied benötigt wird. Auf dem diesjährigen großen Spring- und Dressurturnier war der Hufschmied Hans-Jürgen Gerken im Einsatz. Sein Leistungsspektrum ist vielfältig. Sportpferdebeschlag, Dressurpferde, Springpferde. Zweiter Schwerpunkt natürlich orthopädische Beschläge. Im Zusammenhang bald mit Tierärzten, je nach von Krankheitsbild von den Pferden. Orthopädische Beschläge, Stegeisen, Eiereisen, Polsterbeschläge. Also gibt es ganz große Palette eigentlich. Dem Pferd muss sein Halter viel Zeit opfern und Zuneigung entgegenbringen. So sollte das Pferd mindestens einmal am Tag bewegt werden.
Ganz gleich, ob reiten, longieren, voltigieren oder einfach auf der Koppel etwas toben lassen. Beim Reiten ist der richtige Sattel von besonderer Bedeutung. Hierbei kommt es darauf an, dass der Sattel für den Reiter bequem und für das Pferd nicht störend ist. Am besten lässt man sich direkt am Pferd von einem erfahrenen Sattelhändler beraten. Schönen guten Tag, Herr Erhard. Guten Morgen, Herr Erhard. Das ist der Herr Erhard. Guten Morgen, Herr Erhard. So, und du bist der Kandidat. So, schau mal. Ja, ja. Und dann können wir mal sehen, das ist das Optimum. Ah, kennen wir. Gut, dann schauen wir mal. So. Ganz wichtig ist, dass er von der Sattellage her hinter der Schulter liegen bleibt. Ja. Da gehört er hin, dass die Bewegungsfreiheit gegeben ist. Und er darf natürlich gerade beim Pferd mit einem etwas kurzen Rücken natürlich nicht zu lang sein. Wir brauchen ein angeschnittenes Kissen, das keinen Druck hier in den Lendenbereich einnimmt. Die Firma Rösli aus der Schweiz. Ein Schweizer. So. Hier haben wir auch wieder eine sehr schöne Schulterfreiheit. Einen sehr schönen breiten Wirbelsäulenkanal für die Freiheit des Pferdes. Einen tiefen Sitz, der ihnen Halt gibt und auch eine schöne Pausche, die ihnen das Bein sitzt. Ein angeschnittenes Kissen. Genau, ein schönes kurzes Kissen. Wirklich weit hier, ja? Und das Besondere an dem Sattel ist eben, nicht nur, dass er aus der Schweiz kommt, er ist also auch sehr schön weich vom Sattel her, vom Kissen her und bietet hier eine optimale Wirbelsäulenfreiheit, sodass das Pferd hier nicht eingeengt wird im Kanal, weil dort auch die ganzen Nerven langlaufen. Das ist wichtig, dass das Pferd sich schmerzfrei bewegen kann. Pferde können sich sehr schnell verändern. Da kann es natürlich nötig sein, dass auch ein Sattel wieder angepasst werden muss. Dafür haben wir unseren eigenen Sattler, der auch notfalls vor Ort kommt, sich das anschaut und der Sattel in kürzester Zeit für den Kunden wieder bereitsteht. Zum täglichen Wohlbefinden seines Lieblings gehört das Putzen und Pflegen des Pferdes vor und nach dem Reiten. Hierdurch kann der Eigentümer kleine Blessuren am Pferd erkennen und gegebenenfalls frühzeitig behandeln. Besonderer Augenmerk gilt dabei der Hufpflege. Beschlagene Pferde sollten intervallmäßig neu beschlagen werden. Das tägliche Ausbürsten des Schweifes sorgt für das Wohlbefinden des Pferdes. Das Einfetten der Hufe verhindert das Austrocknen des Horns, besonders am Kronrand. Und das Einbandagieren der Pferdebeine dient zum Schutz beim Reiten. Sattel und Zaumzeug sollten in einem gepflegten und gut angepassten Zustand sein, um möglichen Druckstellen vorzubeugen. Werden all diese Pflegepunkte täglich beachtet, steht ein angenehmes Reiten für Pferd und Reiter nichts mehr im Wege. Sofern man als Reiter sein Pferd nicht auf dem eigenen Grundstück halten kann, wird der Reitverein oder die Reitanlage zur zweiten Heimat. Hier hat man die Möglichkeit, sein Pferd einzustellen und es professionell pflegen zu lassen. Auch wenn man selbst einmal keine Zeit hat. Unsere Reitsportanlage befindet sich am Rande von Altenstadt, ist durch die Autobahn und die Bundesstraße und auch durch den Bahnanschluss jederzeit gut erreichbar. Wir sind trotzdem, trotz dieser guten Erschließbarkeit, noch im Grünen. Wir haben die Wiesen und Äcker direkt bei unserem Hof, was auch sehr wichtig ist für die Pensionstiere, die alle eine Koppel zur Verfügung haben. Wir haben Platz für 130 Pferde. Diese 130 Pferde sind untergebracht in Paddockboxen, normale Boxen mit Fenster, Laufstellen, Aktivstellen oder auch einzelnen Hütten, in denen die Pferde zu zweit untergebracht sind. Die Bewegung der Pferde wird gewährleistet in drei Hallen, einer Longierhalle, einem Longierzirkel, den Außenplätzen, großer Springplatz und dann großer 60er Dressurviereck. Darüber hinaus werden die Pferde eben noch in der Führanlage bewegt oder eben auf den verschiedenen Paddocks
zur Bewegung rausgebracht. Der Vorteil einer Führanlage liegt darin, dass Pferde ohne das Gewicht des Reiters bewegt werden können. Dadurch erhöht sich die Grundkondition eines Pferdes. Für Rekonvaleszpferde ein bedeutender Aspekt. Hier auf der Reitanlage Messerschmitt ist es ein selbstverständlicher Service, der von den Einstellern gern in Anspruch genommen wird. Der Eigentümer Otto Messerschmitt hat es verstanden, aus dem väterlichen Erbe einen nach neuen Aspekten der Pferdehaltung ausgerichteten Hof zu gestalten. Dazu gehört die frische Luft für die Pferde, die durch die Fensterboxen- oder Paddock-Haltung erreicht wird, und der soziale Kontakt zueinander. Dieser wird schon in der Aufzucht erreicht, indem die Jungpferde in Gruppen nach Alter und Geschlecht getrennt gehalten werden. Otto Messerschmitt ist bekannt für die liebevolle Aufzucht seiner Pferde. Diese beweisen dann ihre Leistungsfähigkeit im Turniersport. Für ein harmonisches Untereinander der Reiter und deren Pferde wird durch die individuelle Gruppierung von Stallkomplexen auf der Anlage gesorgt. Dieses lebendige Miteinander ist Voraussetzung für das Funktionieren einer Reitanlage in dieser Größenordnung. Besonderer Wert wird auf die Qualität des Futters gelegt. Auf weitläufigen eigenen Feldern werden die benötigten Getreidesorten selbst angebaut. Grundbestandteile des Futters sind Dinkel, Hafer und Gerste. Auf das Mischungsverhältnis der Getreidesorten achtet Otto Messerschmitt persönlich. Wir waren eben draußen auf den Feldern und haben die einzelnen Getreidesorten in ihren Beständen gesehen. Das habe ich deshalb herausgebeten, weil Sie sehen sollen, dass hier alles aus einer Hand kommt. Das Getreide wird von uns hier selbst angebaut, das Heu wird selbst erzeugt und wir legen traditionell Wert darauf, dass sich durch diese Einhandproduktion ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den Kunden aufbauen kann. Denn das ist ja nur zwischen zwei Menschen möglich. So wie ein Dritter dazwischen ist, ist er eigentlich aus der Verantwortung. Hier bekommt jeder, was er sehen kann, wie es angebaut wird. Wir haben hier den Dinkel, der ein Hauptbestandteil unseres Kraftfutters ist. Wir haben den Hafer und die Gerste. Das Ganze bekommt dann ein Höfeler Mineralfutter dazu und wird melassiert. Das ist deshalb besonders wichtig, weil die Melasse die Verteilung des Mineralfutters gewährleistet und eine Entmischung nicht mehr zulässt. Seitdem wir dieses Futter so anwenden, haben wir mit Koliken eigentlich kaum noch was zu tun. Wir haben das Futter von Höfeler untersuchen lassen. Wir haben eine spezielle Mischung extra für unsere Komponenten von Höfeler für unser Futter zugeliefert bekommen und deshalb haben wir für alle Pferde eine optimale Versorgung hier zu gewährleisten. Das Ganze wird in einer speziellen Futtermischanlage gemischt und zwar jeden Tag frisch. Es entstehen hier keine Lagerzeiten, sodass wir auch auf Konservierungsmittel verzichten können. Um Pferde zu transportieren, benötigt man einen Pferdehänger. Die Pferdebeine sollten vor der Fahrt mit entsprechenden Transportgamaschen geschützt werden, damit sie keine Verletzungen davontragen. Schon Fohlen sollten mit dem Verladen und Fahren vertraut gemacht werden. Eine vertraute Person sollte das Pferd beim Betreten der Rampe stimmlich unterstützen. Sobald das Pferd auf dem Hänger ist, wird als erstes die hintere Stange wieder eingehängt. Erst dann wird das Pferd angebunden. Und zwar normalerweise beim sicheren Verladen muss einer eigentlich hinten dran stehen.
Beim Entladen wird das Pferd zuerst losgebunden und dann erst die hintere Stange entfernt. Wird der Transport regelmäßig trainiert, gibt es beim Verladen für Reiter und Pferd keinen Stress. Rund 1,2 Millionen Menschen betreiben in Deutschland regelmäßig Pferdesport. Und mehr als 800.000 würden gerne reiten. Diese Zahlen machen deutlich, wie beliebt der Reitsport ist. Ziel eines jeden Reiters ist die Harmonie zwischen ihm und dem Pferd. Kerstin Hutmann ist das Allround-Talent am Platz. Mit viel Erfahrung und beachtlichen Erfolgen. Siege und Platzierungen in Dressur und Springen bis Klasse L, zwei Siege im Rekordhochspringen und den spektakulären dritten Platz bei dem Berufsreiterwettkampf in Warendorf sind einige ihrer Referenzen. Pferd braucht viel Pflege und Aufmerksamkeit. Vor allem aber ist eine artgerechte Haltung wichtig, die Rücksicht auf die Bedürfnisse des Pferdes nimmt. Die Grundbedürfnisse des Pferdes sind Bewegung, Sozialkontakte, Gesundheit, Futter und Sicherheit. In der freien Natur ist ein Pferd 10 bis 16 Stunden am Tag meist zur Futtersuche unterwegs und legt dabei rund 40 Kilometer zurück. Da dieser Bewegungsbedarf allein über den Reitsport meist nicht gedeckt werden kann, sollte möglichst viel Gelegenheit zur selbstständigen, unbehinderten Bewegung gegeben werden. Koppeln und Weiden sind hierfür der ideale Raum. Pferde sind keine Tiere, die sich ständig im Stall aufhalten sollten. Sie kommen aus der baumlosen Steppe, wo sich ständig Wind und Wetter abwechseln und so den gesamten Organismus des Pferdes trainiert haben. Dabei trägt das Sonnenlicht zu einem gesunden Stoffwechsel bei und steuert auch seinen Biorhythmus. Daher ist es wichtig, dass Pferde regelmäßig auf die Weide kommen. Allerdings muss man sich auch dort um sie kümmern. Jetzt im Sommer ist es besonders zu beachten, dass die Tiere häufig Milben oder Zecken ausgeliefert sind, die Parasiten übertragen. Hier helfen oftmals Insektensprays oder Lotionen. Wichtig ist auch die regelmäßige Entwurmung der Vierbeiner. Sie sollte vor dem Weideaustrieb erfolgen und jedes Jahr, am besten im Sommer, wiederholt werden. Zwei Wochen nach der Entwurmung wird der Erfolg kontrolliert. Darüber hinaus können Fliegen und Bremsen die Pferde belästigen und Krankheitserreger übertragen. Solche Insektenstiche sind oft die Ursache, dass sich das Sommerekzem ausbildet. Dagegen hilft vor allem eine gute Weidepflege, zu der auch das Abäppeln gehört. Die Pferde müssen nicht allein auf die Weide. Sie sind Herdentiere, die in kleinen Gruppen mit Rangordnung zusammenleben. Jungpferde werden nicht allein gehalten und eine Weidegruppe besteht in der Regel aus mindestens 3 bis 5 Pferden.
Solche Paddocks bieten Pferden in Zeiten, in denen sie nicht auf der Weide sein können, wie beispielsweise außerhalb der Weidezeit im Winter, wenigstens eine eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit. Die Paddocks erfordern relativ wenig Reinigungsaufwand und das Pferd steht dem Reiter jederzeit zur Verfügung. Der Paddock kann dabei an den Stalltrakt angebaut und für das Pferd jederzeit zugänglich sein. Das nennt man Paddockbox. Er kann aber auch in der Nähe des Stalls liegen, sodass das Pferd auf den Paddock gebracht und von dort auch wieder in den Stall zurückgeholt werden muss. Die Boxenhaltung für Pferde ist heute der Normalfall. Die meisten Reitpferde sind in einem Stall untergebracht, in dem sie eine Box von mindestens 3x3 Meter für sich haben. Diese Haltungsform ist ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen des Pferdes und denen des Reiters. Das Pferd steht auf diese Weise jederzeit schnell zur Verfügung und ist leicht sauber zu halten. In diesen Innenboxen können sich die Pferde eingeschränkt bewegen. Die Boxen sind meistens durch Gitter voneinander getrennt. Auf diese Weise soll gegenseitigen Verletzungen vorgebeugt werden. Zu jedem guten Reitstall gehören heute Weiden, auf denen die Pferde sich in der Weidezeit von etwa Mitte April bis Mitte Oktober frei bewegen und grasen können. Für die übrige Zeit des Jahres sollten Paddocks zur Verfügung stehen, um den Pferden auch im Winter zumindest eine eingeschränkte freie Bewegung zu ermöglichen. Man sollte sich mehrere Reitanlagen ansehen und begutachten, bevor man sich für sein Pferd entscheidet. Wie vorhin bereits gesehen, ist gutes Futter für das Pferd entscheidend. Und da Pferde im Verhältnis zu ihrer Körpergröße einen recht kleinen Magen haben, ist es erforderlich, dass sie den Tag über mit kleineren Mengen Futter versorgt werden. So fühlt sich ein Pferd rundum wohl. Azubis lernen hier Pferdewirt mit dem Schwerpunkt Reiten. Sie sind auf dem Hof untergebracht und entwickeln dadurch einen intensiven, lebendigen Kontakt zu den Pferden. Mein Name ist Laura Haag, ich befinde mich im zweiten Ausbildungsjahr zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Reiten in der Reitsportanlage Eberwein. Meine täglichen Arbeiten beinhalten unter anderem die Pflege der Pferde. Viele Pferde werden heute speziell gezüchtet.
So, wir wollen Springpferde, also müssen wir jetzt Springpferde züchten. Und dann geht es nur über Leistungsblut. Und auch nicht nur die erste zwei, drei Generationen, sondern über fünf Generationen müssen die Pferde durchgezogen sein. Und dann hat man auch irgendwann Erfolge. Es gibt nicht nur speziell gute Pferde, gibt es auch Durchschnittspferde dabei, aber ab und zu ist auch mal ein Spitzenpferd dabei. Aus eigener Zucht, die insgesamt 6 Zuchtstuten umfasst, finden sich regelmäßig Spitzennachwuchspferde. Jede gute Reitanlage stellt den Einstellern eine Führanlage zur Verfügung, die für die Pferde sehr wertvoll ist. Denn um lange gesunde und leistungsfähige Pferde zu haben, benötigen sie regelmäßig Bewegung. Die Bewegung unter dem Reiter reicht vielfach nicht aus, um dem Pferd genügend Bewegung zu verschaffen. Führanlagen dienen der Steigerung und Erhaltung der gesundheitlichen Verfassung und Leistungsfähigkeit der Pferde. Schon die kleinen Reiter und Reiterinnen werden mit sehr viel Fingerspitzengefühl an das Pferd und dessen Bewegungsabläufe herangeführt. Die Kinder stehen im Mittelpunkt der Anlage. Gut so, prima. Jetzt nehmen wir mal die Zügel in die Hand. Ihr könnt es ja schon ein bisschen. Nicht nach vorne kippen. Komm, Deutschi, auf, Terab. Komm. Weiter. Lass die Zügel jetzt mal ein bisschen länger. Normal ist es zwar nicht so gut, aber dann geht sie etwas besser vorwärts. Ja, ich bin seit einigen Jahren hier schon am Reiterhof Messerschmidt und ich betreue die Kinder, die mit dem Reiten anfangen. Wir fangen zuerst an mit Führzügelkindern. Da sitzen die kleinen Kinder ungefähr ab 4 Jahren, sitzen sie auf dem Pferd und werden von großen Kindern geführt. Wir machen da kleine gymnastische Übungen, dass die Kinder im Gleichgewicht sind. Und wir versuchen auch schon zu traben. Und wenn die Kinder einigermaßen locker sind, kommen sie in eine Gruppe, wo sie eine halbe Stunde nur reiten und langsam anfangen, alleine zu reiten. Und aus dieser ganzen Vorarbeit entwickeln sich dann nachher die Kinder, die etwas schneller sind im Reiten, von der Auffassung her. Wir versuchen dann ein Hufeisen mit denen zu machen, Reitabzeichen. Und wenn sie ganz toll dabei sind, machen wir auch schon mal Geländereiterwettbewerbe. Ausnahmsweise. So, ist gut. Nochmal wechseln durch die halbe Bahn. Ab, Paulinchen. Bei der Auswahl einer Reitschule sollte vor allem auf die Gesundheit der Schultiere geachtet werden. So sollte eine artgerechte Haltungsform in geräumigen und hellen Boxen vorhanden sein. Ebenfalls sollten die Schulpferde täglich Auslauf im Paddock oder Weidegang erhalten und regelmäßig durch versierte Reiter in Beritt genommen werden, um mögliches Fehlverhalten ausschließen zu können. Auch das Sattelzeug, also der Sattel und das Zaumzeug, müssen für jedes Pferd vorhanden sein und gut passen. Dann kann kein Satteldruck am Rücken der Pferde auftreten und der Reitunterricht macht dem Reiter und dem Pferd richtig Spaß. Grundsätzlich kann man in jedem Alter mit dem Reitunterricht beginnen. Wichtig ist nur, dass es einem Spaß macht und man selbst Freude am Umgang mit dem Pferd hat. Mit dem Reitunterricht beginnt oft eine Leidenschaft, die ein Leben lang anhält. Mehr treiben. Jawohl. So, mal loben.
und angaloppieren. Wir machen jetzt Viererwechsel, Dreierwechsel und Zweierwechsel. So, Diagonale. Jawohl, lass ihn gut durchspringen. So, jetzt gerade richten. Genau, nach vorne reiten. Jawohl, sehr gut. Die ganz jungen Reiter bekommen im Longierzirkel einen ersten Kontakt zum Pferd. Während ein Helfer das Pferd gut festhält und beruhigt, erfolgt das erste Aufsitzen. Erst wenn der Reiter ausbalanciert sitzt und das Pferd dies akzeptiert, wird es vom Helfer geführt und sodann wie gewohnt longiert. Mal deinen Fußwechsel, einmal sitzen und weiter. Sehr gut. Und wieder die Hände zusammen, als hättest du Zügel in der Hand. So, und nochmal den Fußwechsel. Wieder einmal sitzen. Fast jede Reitanlage und jeder Reiterverein bietet einen entsprechenden Unterricht an. Informationen und Adressen gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Und gleich einmal eine Schlangenlinie durch die Bahn, drei Bogen. Jetzt musst du immer über der Mittellinie umsitzen. Bei jedem Richtungswechsel einmal den Fuß wechseln. Gerade rüber. Genau. Weiter treiben. Komm, mit beiden Schenkeln treiben. In der kalten Jahreszeit oder bei Regen kann man auch in der Reithalle reiten. Reithallen haben in der Regel ein Maß von 20 x 60 oder von 20 x 40 Metern. Von großer Bedeutung ist hier die Bodenqualität. Ein guter Reitboden braucht eine gleichmäßige Befeuchtung, die durch eine automatische Reithallenberegnung gewährleistet werden kann. Das sorgt für eine gute Staubbindung und Pflege des Reitbodens. Und dass das Reiten in der Halle genauso viel Spaß machen kann wie unter freiem Himmel, beweisen diese Bilder. Sehr gut. Und noch einmal Hand wechseln. Auf der Reitanlage wird ein harmonisches Miteinander von Reitern verschiedenster Reitweisen praktiziert. So wird die freundliche und helle Reithalle zum kommunikativen Treffpunkt. Ein Höhepunkt in jedem Reiterleben sind die verschiedenen Prüfungen, die man meistern muss. Der Abschluss findet dann im Ablegen einer Reiterprüfung statt. Mit größter Konzentration und Disziplin haben sich diese Reitschülerinnen auf ihren großen Tag vorbereitet. Es gilt, den Basispass und ein Reitabzeichen zu bestehen. Ja, die Inga ja im Prinzip auch. Weil die Inga ja übernimmt dann von der Verena. Die Verena kann ja abreiten. Darf hier so Gerümpel rumstehen und mal nass und platt? Eben soll sie sein. Mhm. Sie soll rutschfest sein. Genau. Sie soll breit genug, ne? Ja, breit genug. Gut, dann gehen wir jetzt auf den Putzplatz davor. Wir nehmen mal ein Putzzeug mit. Drin. Was denn noch? Was macht ein Pferd noch schlimmstenfalls, wenn es Sattelzwang hat? Das fällt dann hin, legt sich auf den Boden und lässt die Beine. Genau. Irgendwas beißt nach einem. Geistig los oder irgend sowas, ja. Gut. Im praktischen Teil des Reitabzeichens müssen die Schülerinnen in vorschriftsmäßiger Turnierkleidung ihr Können unter den kritischen Augen der Richter unter Beweis stellen. Im Arbeitstempo angaloppieren. Unter Ansage der jeweiligen Dressuraufgabe bewerten die Richter Hilfengebung der Reiter an das Pferd,
Hufschlagfiguren und das Gesamtbild der jungen Eleven. Vor der kurzen Seite im Arbeitstempo angraben und auf den Zirkel geritten. Auch das Longierabzeichen wird am gleichen Tage von den Richtern abgenommen. Dies erfolgt im theoretischen und praktischen Teil. Je nach Qualifikation des Reitabzeichens werden unterschiedliche Anforderungen an den Reiter gestellt. Dies gilt sowohl in der Dressur als auch im Springen. Das reiterliche Können wird somit umfassend geprüft. Hier sehen wir die Teilnehmer in der Springprüfung. Beim Springen ist es wichtig, die Distanz zwischen den Sprüngen zu erkennen, den Unterschied zwischen Hoch- und Weitsprüngen zu meistern und das Pferd jeweils passend auf den nächsten Sprung vorzubereiten. Sind alle Anforderungen erfüllt, findet eine Gesamtbeurteilung der Richter statt und direkt im Anschluss die Übergabe der Reitabzeichen. Dressur 5,6, Springen 5,5, Theorie 5,2. Bestanden ja. Und Verena Nagelschmidt, Dressur 6,5, Springen 7,0, Theorie 6,0. Deswegen sollten wir bei allem immer das Pferd ganz, ganz oben hinstellen und uns, gerade wenn wir jetzt ein bisschen mehr Basiswissen auch wieder haben, möchte ich euch doch ans Herz legen, diejenigen leicht bis deutlich auf die Finger zu klopfen, die eben das Pferd nicht oben hinstellen und das nicht so berücksichtigen und nicht artgemäß mit ihm umgehen. Erfolgreich ist auch die im Turniersport aktive Voltigiergruppe des Pferdesportvereins Breitenheide. Gerade für Kinder ist das Voltigieren oft der Einstieg in den Pferdesport. Voltigieren ist Kunstturnen auf einem an der Longe gehenden Pferd. Das Pferd läuft in den Gangarten Schritt oder Galopp. Dabei turnen eine bis zu drei Personen gleichzeitig auf und an dem Pferd. Als Halt dient ein kurz hinter dem Widerrist aufliegender Voltigiergurt, der mit zwei Handgriffen und zwei Fußschlaufen versehen ist. Die Voltigierer tragen während des Trainings möglichst eng anliegende Kleidung, da sonst Haltungsfehler nur schwer zu erkennen sind und man mit weiter Kleidung am Pferd oder Gurt hängen bleiben kann, sowie spezielle weiche Voltigierschuhe. Weiter. Dieser Sport fördert den Teamgeist und macht den Mädchen sichtbar Spaß. Reiter legen Wert auf Tradition. Der Rettershof in Kelkheim bietet modernen Reitsport in historischer Kulisse. Das ehemalige Kloster und spätere Hofgut liegt im Talrund des Rettaser Baches. Die Stadt Kelkheim erwarb das 120 Hektar große Anwesen 1979 mit Gutshof, einem Herrenhaus im englischen Tudor-Stil und 110 Hektar Wald, Wiesen und Äcker. Der Rettershof ist für die Menschen aus der Umgebung ein beliebtes Ausflugsziel. So bietet er im Sommer für die Veranstaltungen des Kelkheimer Kultursommers ein besonderes Ambiente. Reiter und Touristen pflegen hier ein harmonisches Miteinander.
Für geselliges Beisammensein nach dem Reiten gibt es hier viele Möglichkeiten. Das Schlosshotel im Herzen der historischen Anlage bietet die Möglichkeit, neben Übernachtungen auch Seminare durchzuführen. Denn die Reiter legen auf die theoretische Fortbildung immer mehr Wert. Pferde sind große und starke Tiere. Doch auch sie sind anfällig für Krankheiten und Verletzungen. Leider können sie uns nicht sagen, was ihnen fehlt. Umso wichtiger ist es, sie richtig zu pflegen und vieles schon vorbeugend zu unternehmen, damit sie immer gesund bleiben. Dazu jetzt ein paar Fragen an unseren Tierarzt. Was sollte im Sommer, wenn das Pferd auf die Weide kommt, in puncto Fliegenschutz beachtet werden? Ja, im Prinzip gibt es da mehrere Faktoren, die wichtig wären. Also der eine Faktor ist natürlich die Zeit, wann das Pferd auf die Weide kommt. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Fliegenarten dort vorherrschen. Also ob es eine feuchte Wiese ist oder mehr die trockenen Gebiete, wo dann Bremsen im Prinzip eher im Vordergrund stehen. Wenn es Feuchtwiesen sind, hat man meistens bestimmte Culicoides-Arten als Stechmücken, die also besonders gefährlich sind für sogenannte Sommerekzeme, also für Ekzempferde. Da liegt der Schwerpunkt im Prinzip in dem allergischen Geschehen. Das ist ähnlich wie bei einem Mensch, der sehr heftig auf Mückenstiche reagiert. Nur dass es hier im Grunde genommen zu einer Sekundärinfektion und auch zu einer hochgradigen allergischen Dermatitis kommt. Das heißt, es kommt zu Hautverdickung und ähnlichem, sehr, sehr starken Juckreiz. Das Pferd schubbelt sich das Fell komplett herunter und diese Pferde müssen natürlich dann besonders in Dämmerungszeiten von der Weide heruntergenommen werden, weil hier diese hochgradige Belastung dieser Feuchtwiesenfliegen im Prinzip vorherrscht. Also wenn irgendwo ein Bachlauf, Flusslauf oder auch ein feuchter Bodenbereich da ist, hat man hier besonders in Dämmerungszeiten eine starke Stechmückenbelastung. Welchen Fliegenschutz würden Sie empfehlen? Also der beste Fliegenschutz, der jetzt tierärztlicherseits im Prinzip empfohlen werden kann, ist das Velcare. Da ist ein Permethrin als Wirkstoff drin, also ein Pyrethroid, was ursprünglich aus der Chrysantheme stammt. Das wird heutzutage eigentlich großtechnisch hergestellt. Es ist für das Pferd ungefährlich, dieses aufzutragen. Es ist zwar schon berichtet worden, dass auch Pferde allergisch auf so ein Präparat reagiert haben, aber im Grunde genommen ist mir da eigentlich noch kein Fall bekannt geworden. Der Fliegenschutz mit so einem Präparat hält durchaus 2 bis 3 Wochen an, ist aber etwas witterungsabhängig, also wenn starke Regenfälle vorhanden sind oder das Pferd auch mal schwimmen gehen sollte, wird natürlich die Wirkungszeit dementsprechend verkürzt. Verkürzt sich auch dadurch, wenn das Pferd stark gearbeitet wird und es sehr stark schwitzt. Ist natürlich schon sehr wichtig, dass in der heißen Zeit nicht jetzt wirklich mittags in der knallen Sonne gearbeitet wird. Einerseits kann das natürlich zur Überhitzung führen, also auch beim Pferd kann es durchaus zu einem regelrechten Hitzschlag kommen mit Herz-Kreislauf-Versagen. Andererseits, was in den meisten Fällen eigentlich das überwiegende Problem ist, ist der erhebliche Flüssigkeitsverlust. Also gerade wenn noch das Wetter ein bisschen schwüler ist, schwitzen die Pferde dann doch teilweise sehr stark. Wenn es mal nicht anders geht, sollte man da natürlich das Pferd hinterher rehydrieren, am besten mit Elektrolytprodukten, die unter das Wasser gemischt werden oder teilweise auch mit Futter verabreicht werden. Dann muss natürlich genügend Wasser zur freien Verfügung sein. Hier ist es wichtig, dass man ein gutes Produkt verwendet, was eine ausreichende Mineralisierung in einem ausgewogenen Verhältnis bietet. Es gibt hier von verschiedenen Herstellern, also auch von größeren Pharmafirmen, eigentlich in ausreichendem Maße vernünftige Produkte. Am besten besorgt man sich dann doch beim Tierarzt, nicht unbedingt irgendwo beim Feldwald- und Wiesenhändler, weil man da dann doch eher das Problem hat, dass man auch einmal ein schlecht zusammengesetztes Produkt gelangt.